Naja, ich würde sagen, da hat er alles richtig gemacht. Der ist auf jeden Fall besser. 47,66, seine persönliche Bestleistung. Da sind wir nicht weit davon entfernt. 46,80. Zweitbeste Weite hinter Niklas Kaul für Thomas van der Platzen. Und Rick Tam lässt einen raus. Was für ein Versuch vom Mann aus Holland. Tolle Verbesserung für ihn. Wichtig, hier richtig abzuliefern. Und das wird ihn gehörig nach vorne katapultieren. Und damit sind wir dann wieder, so schnell kann es gehen im Zehnkampf, auf Bestleistungskurs mit 47,29. Und auch bei dem fliegt er und er fliegt weit. Niklas Kaul. Der hat da einen rausgekault an die 50 ran. Starke Nerven. 48,57. Natürlich Saisonbestleistung und nur knapp einen halben Meter hinter Bestleistung.